So, und da gehen wir auch live. Jetzt fehlt nur noch hier der Stream Manager, der aufwachen muss. Ja, oh, da ist er. So, wir sind gerade eben aufgewacht. Es gibt oft mehrere Wege, ein Problem zu lösen. Wege deine Möglichkeiten genau ab, wenn du Hindernisse oder Gegnern gegenüberstehst. Du betrittst dein Apartment. Mal gucken, das Experiment ist ja vorhin fehlgeschlagen. Okay, die können wir wieder einsammeln. Wie sieht es hier aus? Oh, neue E-Mails. Gefahr, verschwinden Sie. Okay, wir sollen verschwinden. Oh, die habe ich letztes Mal gar nicht aufgemacht. Na komm. Als ob ich die nicht kaputt machen kann. So, Rotzange. Du bist wie erwartet tot. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Ich kann mich nicht erinnern, das jemals kaputt gemacht zu haben. Komme ich hier durch? Warte mal, mit C kann ich hin. Okay, ich komme da irgendwie nicht durch.
Aber jetzt dürfte ich das hier endlich mal kaputt machen können. Bam! Oh, da kommt ein Raid rein. Edo mit 6 Leuten, Hosted mit 7 Leuten. Ich habe es gerade eben noch bei dir geguckt. Hast du jetzt den Jin noch besiegen können? Hast du jetzt noch eine Möglichkeit gefunden? Weil ich erinnere mich gar nicht, wie man den besiegt. Und wir sind stehen geblieben, wo wir gestern waren. Wir sind hier aufgewacht. Die Dame hier vorne ist wie erwartet tot. Dafür haben wir... Nope, der hat mich durchs Boot gepeitscht. Ja, dann machst du den in der nächsten Session fertig. Jetzt habe ich eine Rohrzange, jetzt konnte ich endlich hier diese Scheibe kaputt machen. Fliehe aus dem Apartment. Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Okay, January. Ich glaube, ich erinnere mich, wer January ist. So, was haben wir denn hier für E-Mails? Tägliche Tests. Wenn Sie schon mit unserem Haupt... Dafkind, willst du mich heiraten? Oi, heiraten. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Weil das geht meistens ja mit Kindern einher. Müssen wir mal in der Zukunft gucken. Ja, okay. Ja, Date ist drin. Suchen wir ein schönes Restaurant. Wenn Sie schon mit unserer Hauptproduktlinie zu tun hatten, wissen Sie, dass wir uns manchmal noch mehr anstrengen müssen, unsere Meilensteine zu erreichen. In diese Entscheidung fließt jegliches Risiko ein. Die Verlängerung auf unbestimmte Zeit war eine direkte Bitte von Alex, als auch von Morgan. Was kann ich hier noch runter? Ach, hier geht's noch weiter. Dr. Bellamy. Mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Informationen, Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir den Test nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Kommentar zu heute Morgen. An alle Mitarbeiter, ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es werden in Kürze eine Station zweite Ansage geben. Bis dahin befindet sich Miss Elazar und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihre Anfragen kümmern. Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt. Der ist tot. Schau in den Optionen nach, ob das Skalieren von Gegnern angeschaltet hast. Ich habe gehört, das führt manchmal zu solchen Problemen. Zu was für Problemen? Gameplay. Also vermutlich selbe Problem, welche ich auch mit Ratten hatte, aber okay, egal, zurück zu Prey. Dass durch die Skalierung die Gegner unbesiegbar sind. Jetzt ein Prey? Oder bist du jetzt noch bei, nee, du bist gerade noch bei The Witcher. Schwierigkeitsgrad, alle Dialoge, das hatte ich ja gestern eingestellt. Ach, Moment mal, hier, was das Spiel hat, das wollte ich noch gucken. Alle Tutorial und Standardzielhilfe. Die ganzen Sachen sind aktiviert. Interaktive Bildschirme. Okay, Witcher 3. War schon irritiert. Skalieren von Gegnern. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt in Witcher 3 auch drin ist. So, ich muss ja jetzt hier noch keine Angst haben, dass mich hier irgendwie diese Wesen überraschen. Ich werde ja noch mitbekommen, wenn die auftauchen.
Soundstage Rules. Hast du schon den ersten Gegner gehabt? Nee, nee, ich bin hier. Ich habe jetzt gerade mal die eine Nacht hier gehabt und bin jetzt aufgewacht und das dauert ja noch ein bisschen, bis ich da die Szene habe, wo ich die ersten Gegner sehe und dem begegne. War damals mein Plan, als ich erstmal aus der Wohnung bin. Ja, natürlich. Das ist natürlich richtig mindblown. Aber das Schöne ist, wenn ich es jetzt nicht wüsste, müsste ich ja hier schon Angst haben. Grüße gehen raus an Duffkins. Ja, Duffkins ist ein guter. Ach, warte mal, ich kann doch. Warte, mit welcher? Mit V war das. Ah, super. Darkind. Einfach mal einsammeln alles. Hit them with the flex, Kind. Aber das mit dem Soundeffekt ist schon richtig gut gemacht. Ah, hier ist was offen. Ihr Testergebnis ist negativ, das heißt zum Zeitpunkt der Gewinnung des Abstrichs war in ihrem Atemweg das SARS-CoV-2-Virus nicht nachweisbar. Sie erhalten keine weitere Benachrichtigung oder Bescheinigung über negatives Testergebnis. Ah, hast du eine E-Mail bekommen oder wie haben die dich jetzt benachrichtigt? Das klingt doch super. Nein, musst du das selbst mit deinem Code online abrufen. Wenn ich überlege, ich war heute beim Arzt und da hat er auch so ein Schild stehen gehabt. 15 Minuten Schnelltest. Rohrzange, die Industriezange. Hephaestus, auch Heffi genannt, ist das Standardmodell für das Wartungspersonal der TranStar-Einrichtung. Eignet sich für die freimütige Anwendung perkussiver Wartung und mechanischer Auseinandersetzung. Benutze Maustaste 1 zum Schwingen der Rohrzange. Halte Maustaste. Ah, okay, ich kann noch einen starken, dafür brauchst du Ausdauer. Jetzt, das war ich doch leider positiv. Also, was ist eine perkussive Wartung? Heilede! Guten! So, perkussive Wartung. Ach, genau, hier fängt das an mit dem Tresor, wo ich nicht weiß, wo ich den Code finden kann. Ja, das ist ja blöd. So, hier haben wir erstmal eine Notiz. Jetzt wissen wir das Passwort. Ich habe schon so viel geschrieben. Jetzt für die Uni. So, E-Mails. Das Thema Passwörter. Bin länger hier. Achso, du hast Depkind geschrieben. Wir möchten Sie höflich an einen wichtigen Arbeitsausschnitt, nein, einen wichtigen Abschnitt aus unserer Firmenpolitik erinnern. Oh, warte mal, da war doch. In dieser Minute Kokosmakrone. Ah, da ist das. Warum taucht das hier unten? Ah, da. Oh, es gibt eine leckere Kokosmakrone. So, teilen Sie niemanden Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertraulich. Verschicken Sie niemals Passwörter an E-Mails, Transkriptgesprächen und auf anderen Kommunikationswegen. Notieren Sie niemals Ihr Passwort und hinterlegen Sie es auch nicht in Ihrem Büro. Ich finde ja so viele Passwörter. Wenden Sie sich bitte unverzüglich an die IT-Abteilung, falls Sie den Verdacht haben, Ihr Passwort können andere Personen bekannt sein. Anwender haften für alle Aktivitäten nicht gemeldeten, kompromittierten Arbeitsterminals. Der Kind bist einfach so unfassbar knuffig. Nicht bunkern, Hamsterbacke.
Nee, ich muss ja vorlesen. Ich würde dich, to be honest, einfach halten. Ist schon weg. Schlucken. Mach A. Die heutigen Testergebnisse waren alle negativ. Haben Sie die korrekten Neuromods installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Okay. So, was haben wir hier? Notiz nehmen. Fertigungsauftrag. Okay. Uninteressant. Die sind auch negativ. Also, hier ist der Safe Code ist. Also im Grunde genommen, irgendwie kann ich vielleicht hier was. Was das war, das Mausrad? Ja. Ah, super. Kann ich irgendwie, ich bin mir sicher, ich muss irgendwie hinkriegen, dass ich das sichtbar machen kann, damit ich hier den Code angeben kann. Naja, Mausrad. Ich habe das ein bisschen empfindlich eingestellt. Sonst ist hier irgendwo eine Neuromod. Hey, warum sind die denn? Ich habe die doch gelesen, warum sind die denn? So, was haben wir denn hier noch so? Was war denn hier mit dem Programm? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Oh. Weckruf. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Okay, Wir ich muss werden da große lang Dinge bewegen weitergehen. morgen, wie in alten Zeiten. Also, kennt jemand von euch die Möglichkeit, wie ich hier drauf kommen kann? Oder soll man das erahnen, was man da. Nee, nicht ausmachen. Ist auf jeden Fall eine Zahl. Ja, das hilft mir schon mal weiter. Okay, wir suchen eine vierstellige Zahl. Oder? Ja, vierstellig, Raumtresor. Weil erraten können wir es, glaube ich, schlecht. Ja, durchprobieren dauert ja ewig. Schau mal drauf. Warte, ich muss hier. Was das dazu? Gehen wir wieder ans Board. Kann ich irgendwas mit dem Board noch so? Warte mal, so mache ich. Wir haben das Gehirn. The Safe Code ist. Non-local, superluminal. Warte mal, was, wenn es jetzt vielleicht so, wirklich so ist, dass man nur das erahnen muss. Ich wüsste jetzt nicht, was man irgendwie noch finden kann, um das vielleicht sichtbar zu machen. Der Safe Code ist Dreck. Also meinst du, da ist jetzt nichts Besonderes im Safe drin? Ich habe den auch bei sonst auch nie aufgemacht, weil ich nicht drauf gekommen bin, wie man den Code herausfindet. Ich habe auch dann nicht nachguckt, ob man das irgendwie achieved Comedy. Meinte, man sieht so nichts. Okay. Ansonsten gibt es gar keine Option. Dann haben wir hier an der Stelle Pech. Master in Computer Science. Dann gehen wir einfach weiter. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt die Möglichkeit habe, hier zurückzukommen, um den dann zu aktivieren irgendwann. Der Aufzug geht, glaube ich, nicht, oder? Ja, der ist deaktiviert. So, da bin ich durchgekommen. Jetzt gucken wir mal hier. Hier ist der Hubschrauber.
Wir machen das alles ganz in Ruhe. Warum ist das auf V? Kann ich das mal umstellen? Ich möchte das einfach auf F haben, wenn es da nichts Besonderes gibt. Quizkalender. So, jetzt habe ich es auf F. Das finde ich mal ist eine vernünftige Taste dafür. So, 18. Februar, Dienstag. Welcher Zeichentrickheld führt das Zauberschwert? Welcher Zeichentrickheld führt das Zauberschwert? Darf ich zum Safe etwas spoilern? Ja, wenn ich da jetzt in der Store, wenn ich da jetzt nicht mehr wieder zurück kann, kannst du mir ruhig spoilern. Ah, welcher Zeichentrickheld führt das Zauberschwert? Was für ein Zeichentrickheld. Zauberschwert. Fällt mir nicht ein. Was sagt ihr dazu? Zu Beginn des Games gibt es gar keine Möglichkeit, in den Code zu kommen, wollte ich nur sagen. Ah, okay. Merlin oder He-Man? Es ist He-Man! Ich kenne die Figur He-Man, aber ich wäre jetzt niemals so. Der hat doch. Führt das Zauberschwert, natürlich. Der hat da. Ich weiß, dass er. Ja, Master of the Universe. Ich kenne das Schwert, aber ich wusste nicht, dass das ein Zauberschwert ist. Ja, das war eine einfache Frage, aber. Wenn man es nicht kennt, kann man es ja nicht beantworten. Das ist ja super. Nee, was postest du denn da für einen Link? Nein, stopp. Oh, von Nils. One on one. Wenn es um He-Man geht. Kriege ich jetzt eine Kokosmakrone? Oder was ist mein Preis? Aktuell. Hast du die Ehre, was gewusst zu haben? Explosionsgranate. Ich glaube, wenn ich draufschlage, explodiert das und dann könnte ich sterben. Reishut. Oh. Reishut. Da waren ja die Regeln 5 Minuten. Ich hatte. Vergib mir, ich konnte nicht widerstehen. Ja, du hast doch dafür gespart. Der kommt jetzt gleich zum Einsatz. Ich muss nur gucken, wie ich das dann mit dem Kopfhörer mache. Lassist. Nein, das ist ein ganz toller Hut. Das ist so ein vietnamesischer Hut. Die Frage ist nur. Ja, zu einem Punkt gibt es einen Preis. Mir ist noch nichts Gutes eingefallen, was man als Preis machen könnte, weil das sind ja jetzt hier auch noch. Ja, noch mehr als genügend Seiten. Kannst du jetzt hier, okay, wir sind jetzt im Februar, das heißt, hier sind noch mehr als genug Monate und für jede richtige Frage. So, ich glaube, dass der Punkt war, ich muss den Kopfhörer so machen, damit ich den Hut hier drüber ziehen kann. Und es sind 5 Minuten, das heißt, wir machen jetzt mal bis 9. Also, passt das auf jeden Fall. Zoom. Also ich will hier wirklich draufschlagen und es explodiert dann. Oh, ich weiß, was der Fehler ist. Mit F kann ich normalerweise Sachen aufheben. Natürlich muss ich die Kopfhörer brauche ich ja. Das heißt, ich mache hier wieder F hin und mache hier unten wieder V. Das ist ja blöd. So, F. Kann ich dich denn. Warte mal, ich hab doch hier. Nee? Ah, wir machen es so. Schnell speichern. Okay. Schnell laden. Ja. Ich wusste nicht, dass du noch knuffig aussehen kannst.
Okay. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist irgendwas drin. Der Typ da drin dürfte tot sein. Ah, ich komme hier sogar rein. Erstmal gucken wir mal kurz hier. Das ist das Buch. Ach, wir müssen sowieso da lang. Oh, jetzt ist das kaputt. An error has occurred. Drücken Sie OK, um die Simulation zurückzusetzen. Szenenwechsel wird durchgeführt. Jetzt macht das doch fertig. Ich will die E-Mail lesen. Ja, einmal die E-Mail. Okay, das ist die allgemeine E-Mail an alle Programme. Verdiene einfach 5000 Euro Change mein. Was haben wir denn hier? Dach, wenn Sie Testpersonen Mr. Yu im Aufzug finden, Dacheingang. Nee, verdient 10k. Oh, Medkit. Schnellauswahl, jetzt kann ich. Wo ist denn das Medkit hier? Ach, da oben ist bei E. Die ganze Welt muss jetzt zuschauen. Mindestens. So, Testhaltung. Setze die Testräume auf aktuelle Konfiguration zurück. Komisch, dass da jetzt Minusanfragen stehen. Das ist aber komisch gemacht. Also. Ah, jetzt sind wir hier an der Stelle. Okay. Nein. Hui, hui. So, 19. Februar, Mittwoch. Mit welchem Film feiert 2008 das Marvel Cinematic Universe seinen Einstand? Ja, das ist einfach. Ich habe noch einige Tage aufzuholen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Iron Man war, glaube ich, der erste. Danach haben die alles aufgebaut. Ja, korrekt. Iron Man. Das war wieder einfach. So, Telefonat. Typhon. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Okay, aber hier dürfte doch noch gar keiner sein. Okay, wir können jetzt hier durch. Ja, merkt man. Oh, da ist Mimik. Ich dachte, die kommen doch erst später. Ich hätte wohl das Glas hier nicht kaputt machen sollen. So. Er schwärmt von dir im Discord. Durchgebrannte Platine. Ah, ich brauche hier Licht. Ich mache hier alles kaputt. Will ich Wasser trinken? Go, go, Nerd Quiz. Ja, ich habe das gesehen. Warte mal, hier das als abgeschlossen markieren, das auch. Und hier nochmal. Ich habe vorhin gesehen, so ich sehe da ein rotes Pünktchen bei Discord und achso, ihr habt ein Telefonat angefangen. Aber einfach ignoriert. Ja, ich habe gerade den Stream angeworfen. 20. Februar. Welches Raumschiff trägt die Registrierungsnummer NCC1701? Ah, ich bin mir sicher, das müsste Star Trek sein. Irgendwas mit Star Trek. NCC1701. Die USS Ente. USS Enterprise. Und damit haben wir einen Gewinner. Das ist die Enterprise. So, das Problem ist, so sehe ich gar nicht, weil das Vorschaubild so klein ist. Moment, ich habe doch hier.
Mach mal Nerdquiz-Kalender. Die Frage ist halt, ja, im Grunde genommen ist das jetzt ein bisschen Unterhaltung. Noch steht da ja kein großes System dahinter. Februar, der 21. Freitag. Charlie Brown ist der Protagonist welcher Comic- und TV-Serie? Bei einfachen Fragen so, wolltest du zweimal machen. Nein, das war ein Gedanke. Snoopy? Also. So. Ja, genau, die Peanuts. Snoopy ist leider nur ein Charakter aus den Peanuts. Damals. Ah, Charlie Brown, das ist der. Okay, jetzt habe ich den im Kopf. Uff. Die Peanuts. Wir sind hier schon. Man muss ja schon technisch korrekt sein. So, abgeschlossen. Warum wurde der Name nicht lokalisiert? Die Erdnüsse wären besser. So, warte mal, ich habe einen klein gehauen. Die Frage ist, sind hier noch mehr? Auf jeden Fall mache ich hier alle Tassen klein. Weg. So, mal die E-Mail hier zu lesen. Das ist der allgemeine Morgensverhalten. Okay, ich bin morgen. Mitleidspunkt für mich bitte. Wir haben ja noch nicht mal ein Punktesystem. Da kann man sich freuen, dass ich sage, du hast das richtig beantwortet. Und ansonsten lernen wir, wenn keiner von uns das weiß. So, im Grunde genommen kann ich den Hut auch wieder ausziehen, aber ich lasse noch ein bisschen auf. Das sind ja immerhin 5000 Punkte. Wenn DeathKind einen lobt, ist genug für eine richtige Antwort. Nach Morgens Ausbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an. Alex möchte keine Überraschung mehr mit morgen erleben. Wir übrigens auch nicht. Was sind hier noch für DEFCON 1 im Chat? Natürlich hatte morgen, wie erwartet, alles über den vorherigen Test vergessen, aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre die Persönlichkeitsabweichung vor kommenden Tests bei Befragung und während des Tests selbst zu erfassen. Okay, jetzt fühle ich mich schlecht für DEFCON. Ja, Simpen ist ja auch sehr negativ konnotiert. Ist es ja auch. Warte mal, die Tasse kaputt. Oh. Alex, Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was Ja. ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Okay. Lebt noch, sediert. Kann man hier noch was klicken? Ne. Aber jetzt gleich müsste ja die Szene kommen. This Man of Culture. Okay, habe ich mal zwei Leute, die für mich simpen. Wundervoll. Genau da vorne kommt die Szene, glaube ich. Nee, müsste hier nicht. Egal. Ich gehe erstmal nach links. Soundstage Rules. Oh, da. Hallo. Oh. Mimiktumor. Nehmen Nekropsie benötigt. Was macht man mit so einem Mimiktumor? Okay, jetzt habe ich hier einen gekillt. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr. Okay, dich kann ich nicht aufheben, aber hier gibt es noch eine Rohrzange, mit der ich jetzt hier nicht nichts anfangen kann. Die Tatsache, dass der Test negativ ist, bedeutet, dass ich morgen vor der Uni arbeiten muss. Kannst ja sagen, der Test ist noch nicht da.
Nein, nein, auf keinen Fall. Du darfst arbeiten, du verdienst Geld. Das ist doch wundervoll. Dach von Echo. Szenenwechsel. Ah, jetzt können wir Szenenwechsel mal angucken. Nee, nee, bin jung, braucht das Geld. Ja, genau, das meine ich ja. Ja, gut, dass ich ein paar Scheiben eingeschlagen habe. Warum bewegt sich der Stuhl so komisch? Okay, das ist nichts Besonderes. Oh, warte. Na, perfekt, die Taste hat sich bewegt. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich denke so, warum kann ich nicht vernünftig schlagen? So, das waren zwei Mimics. Aber dass man halt die Leichen so tragen kann. So, was war das andere? LG Energy. Looking Glass aus. Looking Glass an. Ich freue mich so sehr aufs Arbeiten. Ja. Arbeiten ist nice. Also, jetzt hatte ich den Stroh lang genug auf. Kann ich die Kopfhörer wieder normal aufziehen? War jetzt deutlich drüber. Ein bisschen Bonus. Einfach mal wieder am Set, anstatt irgendwie zu Hause was zu machen. Boah, wie viel schreibt ihr da in der Nachricht? Oh, Karskönchen ist jetzt auch da drin. Michael Jung braucht auch in 2016 die Goldmedaille. Brauchte? Brauchte. Freue mich für dich. War jetzt eigentlich 6 Mal zu Hause. Oh, yeah. Ja. So, hier fängt das ja an. Oh. Das wäre traurig. So, und jetzt teilt er sich ja auf in wie viele? 4 Stück? 4 Stück. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Ich habe mir davor noch nie Reitsport angeschaut, aber irgendwie war es Pock. So, warte mal. Also, jetzt haben wir hier 4 Mimics. Eine dürfte ja irgendwo hier sein. Also hauen wir erstmal hier alles kaputt. Oh, warte mal, da hoch. Komme ich da hoch? Aktuell oder fehlt mir da irgendwas? Ja. Aha, nice. Wie cool. Ah, nein. So. Raid 2 war ja geplant, wurde aber nie veröffentlicht. Ja, schade. Wir müssen die Räume auf den neuen Testplan abstimmen. Und zwar folgendermaßen. Wirkungsbereich Nachahmer. Was denn hier dringend? Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zum. Mimi. Oh, der Schlüssel der Leiche. Ein neues Ziel. Ach so, wegen der. Zu Mimikrys sind Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seine Leiche. Die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist. Okay. Also wie Cyberpunk 2077. So, ich brauche volle Ausdauer. Das Problem ist, dass man das. Warte mal, ich heb dich mal hoch. Warte mal, ich kann dich doch.
Irgendwie mehr. So, jetzt die Frage. Ah, ich habe mich gerade erschrocken. Spiel auf deine Art. Ja, genau, es gibt die beiden Wege gerade hier. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst und einen anderen Weg findest. Je mehr Fähigkeiten du lernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Der Punkt ist, ich will diese Mimix hier weghaben. Da ist jetzt egal, ob ich den oder den Weg gehe. Gucken wir erstmal hier. Ah! Perfekt. Der hat uns keinen Schaden gemacht. Wir können hier eine Sache von dir einsammeln. Aber hier das mit der Nekropsie. Warte mal. Kann ich nicht. Ah, das wollte ich, genau. Anzugschipsätze, Psychos. Okay, ich kann da noch gar nichts nachgucken. Okay, und ich muss gucken, wenn ich in den nächsten Bereich komme, da gibt es ja noch diese, wie heißt das? Diese Recycler, damit ich die Materialien wiederverwenden kann für andere Sachen. So, einen haben wir erwischt. Drei sind noch hier. Erstmal hier links. Ne, hänge ich hier fest. Ja, komisch. Fehler. Was ist denn hier? Hacker 1 erforderlich. Okay, haben wir nicht. So, hier scheint keiner zu sein. Prey 2 war für Prey von 2006 geplant. Das Prey hier ist von 2017 ein anderes Studio. Ja, das weiß ich. Ja, perfekt. Na, habe ich dich erledigt? Ja. Das war Nummer 2, das heißt, da hinten sind noch 2. Du bist nix. So, was haben wir hier? So nice mit den Mimics. Ja, die Mimics sind wirklich toll. Aber diese größeren Wesen, ich weiß gerade nicht, hab mich manchmal zu Tode erschreckt. Ach ja, genau. Ich habe das mit dem Speichern ja extra gelassen, weil ich hier in dem Spiel auch speichern kann. Genau, können wir hier überschreiben. Wir brauchen diesen Speicherstand nicht. Ich schicke Ihnen die Studie, die Alex und Morgan verfasst haben. Im Grunde genommen geht es um Folgendes: Das Erlernen einer neuen Fähigkeit mittels Neuromod sowie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn. Tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, die durch die Mod bewirkten Veränderungen von denen normaler Erinnerungsbildung zu unterscheiden. Wenn ich also die Neuromod entfernen möchte, dank der sie Gustav Leitners Klavier spielen, wird ihr Gehirn auf den Stand vor der Installation zurückgesetzt. Sie wollten, dass Morgens Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es neue Prototypen Neuromods erhält. Hier muss also extrem zurückgespult werden. Da auch die Wohnungssimulation. Die Us haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Melden sich nachher mal wegen des Mittagessens. Instant-Nudelsuppe ist fertig. Ja, heißes Wasser und fertig. Dann dir guten Hunger. War die letzte, ab morgen kann ich wieder normal die Küche nutzen. Ja, das ist doch auch gut. Wenn man anfängt, sich nur von Instant-Nudeln zu ernähren, ist ja auch nicht super. Okay, hier vorne dürfte einer von diesen Stühlen. Bestimmt. Oh, da ist ein. Oh. Ich habe gar nicht jetzt mitbekommen, wie ich den erwischt habe. So, das war Nummer 3. Das heißt, es fehlt noch ein vierter. Ich kann hier das kaputt machen und hier noch pflücken. Stand-up-Notizen. Stand-up.
Testner anordnen, Lucia auf Beobachtung, siehe Bellamy, Tests zu Brennverhalten auf unbestimmte Zeit gestrichen. Alex möchte morgen vor Tests begrüßen. Nee. Okay, irgendwo da vorne ist dann. Guten Tag. Okay. Schlüsselkarte. Aber ein Mimik fehlt mir hier ja noch. Sehe ich doch richtig, weil wir haben hier. Oder sind das zwei? Das ist einer. Einen hier. Einen aber hier. Nummer 3. Oder ist das jetzt hier auch Nummer 4? Ich weiß gar nicht, ob die zusammengehören oder separat sind. Warte mal, ich kann doch. Ach, da ist noch was drin. Das können wir pflücken. Das pflücken wir. Ach, dann lesen wir hier die E-Mails. So. Testergebnis Persönlichkeitsabweichung. Also, täglicher Test. Mittlerweile ist morgen so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Testnummer? Ach, das hatten wir doch schon mal. So. Ja, kommen meine Leute zu dir. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keine Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrip, wie wir den Stresslevel dort etwas senken könnten. Aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde mit der nächsten Vorstandssitzung mal Alex drauf ansprechen. So, und jetzt haben wir hier zwei Optionen. Nee. Ah, hier. Ich kann dich aufmachen und ich habe die Schlüsselkarte und kann durch die Tür. Aber wir gehen erstmal lieber hier lang. Die Tür ist dann immer noch eine gute Option. So, das können wir aufsammeln. Explosionskanister. Das kann man in der Zukunft eigentlich richtig gut nutzen. Frage ist, kann ich die Tür jetzt von beiden Seiten aufmachen oder nur? Ja, ich dürfte hier von beiden Seiten. Auch von hier. Oh ja, genau, da drin ist so ein großes Monster. Das sieht mich jetzt. Und verschwindet. Das war ein Phantom. Phantom. Teil von Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Ja, macht mir ruhig nur Angst. Das Bewusstseinsfeld. Auszug aus das Bewusstseinsfeld, Kapitel 1 von Dr. Dayo Ing-Ikwe. Die Rezeption der Bewusstseinsforschung hatte wie alle revolutionären Forschungsansätze innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine vorhersagbare Entwicklung vollzogen. Erstens wurden sie von Skeptikern verlacht, da sie den bisherigen Erkenntnissen und Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft widerspricht. Zweitens mussten die Skeptiker zugeben, dass an ihr das Wahres dran sein könne. Doch sei die Beweislage mager. Drittens wurden führende Forscher auch noch viel wichtiger, die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam. Schließlich behaupten eben dieselben Skeptiker, dass die sie einst verlachten, es sei ihre eigene Idee gewesen. Frage ist hier mit diesem Phantom. Ich glaube, das ist ja, der ist ja jetzt gerade gar kein Problem. Oder? Was ist denn so lustig?
Warte mal, I. Nee, warte mal. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Reparatur 1, reparieren Steuerpanel. Ah, da haben wir ihn. So, dort. Da können wir wahrscheinlich einen Aufzug reparieren. Ah, hier können wir diese Kanone auch sammeln. Und die passende Munition. Die Glukanone. Die Transtar-Glukanone. Gelschaum-Laminierungsorganismus Obstructa. Setzt Ziele außer Gefecht und/oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Glu kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladung deaktivieren. Sobald Glu ausgeleert ist, kannst du außerdem draufklettern. Ja, drücke Maustaste 1 zum Abfeuern der Glukanone. Halte Maustaste 1 gedrückt, um einen Durchgängestrahl abzufeuern. Hier kann ich noch ein paar Sachen sammeln. Ah, perfekt, Munition für die Kanone. Ansonsten, wir bleiben erstmal bei der Rohrzange. Die Frage ist, kann ich hier auch ohne diese Kanone, glaube ich, hoch? Ja, ich denke schon. Oh, ja. Können wir noch sammeln. Und ansonsten, hier sind ja schon ein paar Mimics, die sich verteilen. 1, 2, Morgan, 3. da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Alles wird sich ändern. Okay, das hat funktioniert. So, bei dem habe ich alles eingesammelt. Da oben gibt es nichts. Warte mal, so kann ich mich noch. So, hier fehlt mir ein Code, um reinzukommen. Oder ich könnte mich, wenn ich irgendwann mal die Upgrades habe, kann ich mich wahrscheinlich in eine Tasse verwandeln und dann hier reinhüpfen. Aber so komme ich ja jetzt gar nicht hier dran. Oder ich könnte Hacking leveln. Das ist Hacking Stufe 1. Oh, da ist noch einer gewesen. Glücklicher Zufall. Saugroboter-Dreck weg. Okay, der Raum ist geschlossen. Da ist dieser Phantom drin. Also, Favoritenrad kennen wir. Brauchst du mich zu erklären. Okay, hier geht es, glaube ich, ins nächste Gebiet. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir holen uns hier die Neuromod. So, Neuromods und Fähigkeiten. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transtar-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N, um dein Transcript zu öffnen und gehe anschließend zum Neuromod-Bereich. Ja, jetzt fängt es an. Wir haben jetzt aktuell Wissenschaftler. Was haben wir hier?
Mediziner 1, dein Wissen über Medizin erhöht die Effektivität von Medkits auf 150%. Hacker erfordert nur Mod 1, du umgehst bei Computer- und Robotersystem Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1. Techniker, Hebelkraft, du kannst schwere Objekte problemlos anheben und Objekte weiter werfen. Geworfene Objekte fügen Gegnern Schaden zu. Reparatur 1, du benutzt Ersatzteile, um defekte Gravelifts, Fabrikatoren und Recyclern zu reparieren. Die Überlebensmod kannst du mit Ersatzteilen beschädigter Waffen reparieren. Ach, im Überlebensmodus. Sicherheit kann ich jetzt gerade. Konditionsschub erhöht deine Gesundheit auf 115 und deine Ausdauer auf 105. Du rennst, schleichst, kletterst und sprintest 5% schneller. So, was macht jetzt aktuell am meisten Sinn? Hacker. Problem ist, das hier ist dann erfordert 4 Neuromods. Das ist auch richtig heftig. Ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades, um Sicherheitswaffen über Modifikationsstufe 1 zu verbessern. Materialexperte, erhöhten Ertrag. Scharlakkalibrierung. Hebelkraft habe ich bisher noch nie gemacht und Hacking nicht. Hacking Stufe 1. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Bestätigen. Wir geben jetzt dafür die Fähigkeit aus. Einmal schön ins Auge reinstechen. Hacking klingt gut. Hacking habe ich auch, glaube ich, noch nie gemacht. Improvisation war schon immer ihre Stärke. Andernfalls wären sie jetzt tot. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Nein, das machen wir noch nicht. Wir müssen gleich da hinten hin, in den Raum. Aber jetzt, da wir Hacking haben, können wir in den Raum hier reingehen. So, das heißt einmal hier. So, wie funktioniert denn Hacking? Hacken. Die Hackerfähigkeit. Na, ein bisschen Wasser noch vorne. Die Hackerfähigkeit ermöglicht Sicherheitssysteme, die Keypads, Arbeitsterminals und Sicherheitsstationen schützend zu umgehen. Mit verbesserten Fähigkeiten kannst du Robotersysteme wie Geschütze und Operatoreneinheiten hacken. Benutzt zum Hacken eines Systems WASDA, um schnell durch den Bitstrom zu steuern und das Ziel zu erreichen. Sobald du im Ziel bist, drücke die erforderliche Taste, um das Hacking abzuschließen. Ah, okay, ich darf jetzt, glaube ich, nicht gegen diese da stoßen. Okay, und jetzt. Fehler. Aua. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ich muss es in der Zeit auch schaffen. Die Zeit. Ich darf eigentlich gegen nichts Falsches stoßen und C. Hacking erfolgreich. Okay. Damit bist du offen. So wie ich mal, dass hier kein Mimik drin ist. Waffenupgrade. Waffe verbessern. Du hast ein Waffenupgrade erhalten. Ansonsten machen wir kurz Licht. Wir schlagen dich. Okay, da ist nichts. Gesperrt. Passwort eingeben. Kein Passwort gefunden. Sicherheits-Neuromod-Abteilung. Okay. Manuelle Überbrückung verriegeln. Okay, wir können uns da einsperren. Jetzt ist das schon mal offen. Warte mal, dann einmal schnell speichern. So, in dem Raum haben wir auf jeden Fall auch bestimmt eine Mimik, wenn nicht sogar mehr. Die Frage ist, ob ich mit der Pistole, also mit der Waffe vorgehen möchte, mit der Schaumwaffe.
Grunde genommen macht das ja nur Sinn an der Stelle. Okay, wir haben da noch gut Munition. Ach, warte mal, ich kann doch einfach mit 1 und 2 wechseln. Das macht es gerade einfacher. Kann mich wegschlagen. Oh, perfekt. Hallo, wo bist du hin? Oh, zufällig getroffen. Das ist bereits der Top-Clip und ihr treibt ihn immer höher. Zum Anhören L gedrückt halten. Robert Ellis, Gott sei Dank. Niemand hat. Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht. Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist. Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer. Ja, und dann ist er gestorben. Das war doch N. Interessant wird sein, weil es gibt ja nicht nur diese drei Bäume. Es kommen ja noch hier diese Bäume hinzu, noch irgendwann. Da bin ich mal gespannt drauf. Ach, warte mal, hier war doch. War hier nicht noch? Nee, hier war nichts dahinter. Oh, ein Zettel. Die Projektorenfarben sind immer noch falsch. Schade. Oh, Kokosmakrone. Bitte. Eine Kokosmakrone auf dich. Sachen rumwerfen klingt auch wie ein nützlicher Perk. Du meinst hier Hebekraft? Süß, so spät ist auch nicht gut für die Linie. Ja, das können auch nur drei Leute einmal pro Stream einlösen aktuell. Oder denkst du, Hacking reicht zum Öffnen? Nee, es gibt, ich glaube, hier gibt es auch gleich schon eine Stelle, wo ich Hebekraft stattdessen verwenden könnte, statt dem Hacking. Durch das Hacking bin ich jetzt in diesen einen Raum reingekommen. Also, Nerdquiz-Kalender. Wir sind beim Februar, den 22. Samstag. Das hier ist jetzt eine Frage, die ist einfach. Die dürftet ihr alle wissen. Ihr könnt mal gucken, wer schneller antwortet. Wer schrieb die unendliche Geschichte? Nee, nicht 42. Fast. Mike Jagger. Ich nicht. Ja, das hier ist ja jetzt auch eine von einfachen Fragen. Warum warte? Wenn ich zu lang warte, dann kannst du ja googeln, aber Thomas Andersen. Kommt, ihr wollt doch nicht nur Trollantworten geben. Oh, der Chris abonniert. Vielen Dank dir, Chris. Jetzt hast du ein Faultier-Emote. Das nimmt hier alles kein Ende. Ich habe nachgeschaut, weil ich sauer war, dass ich es vergessen hatte. Michel Ende. Ja, genau. Michel Ende. Oh, und nochmal Nerdquiz-Kalender. Es ist halt dieser Punkt. Es sind halt viele Fragen. Deswegen müsste ein größerer Cooldown sein, aber. Was den Spielfluss unterbricht, aber ich möchte die Fragen auch durchbekommen.
Wir sind beim Februar, den 23. Sonntag. Wie heißt der Moderator der Rocket Beans TV Rocket Beans TV Sonderformat des Future Club? Simon? Nein, nicht Simon. Ich kann dir einen Tipp geben. Das ist die Person, die am Nerdquiz-Kalender gearbeitet hat. Bulli? Nein. Nicht Eddie. Also jetzt, Upsi, müsstest du das eigentlich wissen. Ja, genau, der Gregor. Das ist Super Greg heißt er in dem Fall. Ich habe jetzt selber noch nie den Future Club geguckt. Ich habe, glaube ich, nur diese Retro-Formate gesehen. Aber wir lassen jetzt einfach Gregor gelten, weil ich bin jetzt auch von Gregor ausgegangen. Super Greg. Glaub, mehr Namen kenne ich nicht. Anhand von diesem Namen hier mit Super Greg, dann hat er sich also was besonderen Namen ausgedacht für sich selber. So, mit dem Abo von Chris sind wir jetzt bei 7 Abonnentenpunkten. Das heißt, jetzt fehlen nur noch, warte, noch 8. Oh, Chaos-Screenchen löst auch den Nerdquiz-Kalender ein. Wir sind jetzt beim Februar, den 24. Das ist ein Montag. Wie heißt das zwischen 100 und 750 Mbit große Speichermedium von Iomega? Nein. Ja, was? Im Grunde müsste ich halt hier bei Vollbitcam und dann kann ich sehen, dass ich. So, hier. Wie hieß das zwischen 100 und 750 Mbit große Speichermedium vom Iomega? Also, wir suchen. Das ist nochmal die Frage. Lenovo eMac? Ach, jetzt Floppy. Ach, das ist der andere. Aber jetzt ist die Frage, was ist die Antwort? Warte mal gucken. Iomega. Ah, okay. Lenovo MC ist. Vormals Iomega, okay, das ist die Nachfolgefirma. Floppy Disk. Also Floppy Disk ist ja der, ist ja. Wir suchen hier das Format. Wie hieß das? Warte mal. Wie hieß das zwischen 100 und 57 Mbit große Speichermedium von Iomega? Also Ledö ist gerade am nächsten dran mit Zip Drive. Du nimmst jetzt Zip und musst ein anderes Wort für Drive nehmen. Du kannst ein Wort von der vorherigen Antwort nehmen. Zip-Diskette? Nee. Aber es ist Zip. Nein, nicht Zip-Floppy. Du hast genau das falsche Wort ausgewählt. Zip. Mit D wieder. Genau, die Zip-Disk. Ich habe sowas von keine Ahnung. Das ist irgendeine alte Sache. Ja, so kann man es, glaube ich, sehen. Die Zip-Disk. Du machst einen Unterschied zwischen Disk und Diskette rigged. Es geht um das, was hier steht. Und hier steht Zip-Disk. Da kann ich Diskette nicht gelten lassen. Aber Super Gregor ist nicht Super Greg ist nicht Gregor. Ja, aber da hätte ich. Ich bin halt. Egal. Der Wikipedia-Eintrag dazu ist von Rocket Beans.
Ist einfach fake. So, was ist denn da oben? Ist da irgendwas? Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich habe hier den Mimik hier platt gemacht. Und ich muss ja natürlich noch auf die Streamcam. Erstmal eine SIP-Diskette bestellen. Facecam aus. Muss noch einen Film abspeichern. Ich will eine neue Quizwahl. Erstmal twittern wir mit Trug hier. Stop the count. So. Aber guck mal, wir sind jetzt mit dem Hacking da vorne reingekommen. Oh, da oben ist noch eine Etage, da kommen wir jetzt gerade nicht hin. Ja, wenn. Wow. Hä? Hey, wo bist du hingefallen? Wo ist das Mimik hin? The Mimic. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, da bist du. Hä? Ah, hinter mir. Tot. Weil wenn ich jetzt... Oh, ich habe noch 60 Leben. Guck mal, wenn ich jetzt hier vorhin statt Hacking die Hebekraft... Die Duden aufpassen mit der Wortwahl, sonst bannt. Oh. Viel Skizzleman. Also wenn ich jetzt hier Hebekraft genommen hätte... Dann könnte ich jetzt durch diese Tür und jetzt sind die halt zu starr, zu schwer für mich. Ich kann diese Kisten nicht hochheben und komme nicht in diesen Raum rein. So, und hier sind garantiert auch noch Mimics. Ja, aua. Tot. Ah, noch einen. Wohin springen die immer? Hinter mich. Boah, ich habe noch 51 Leben. Ich bin jetzt nicht gut mit meinem Leben umgegangen. So, jetzt können wir mal in der Toilette nachgucken. Ist da irgendwas? Können spülen. Da ist nichts. Naja, speichern. Schnell speichern machen wir mal. Zack, das Papier. Ich will das auch aufheben. Spülen. Auch wenn hier alle tot sind, Ordnung muss sein. Der Bind. Ja, die kann ich alle verwenden. Alle Ressourcen sind relevant. Nehmen. Und ups, sie löst nochmal den Nerdquiz-Kalender ein. Jo. Wir sind beim 25. Februar. Das ist eine einfache Frage. Wer ist der Protagonist in Grand Theft Auto Vice City? Wieso habe ich Reißhut gemacht? Das wären 12-mal Quiz. Keine Ahnung mehr, Toni. Es gibt einen Toni da. Aber das ist hier, hier jetzt gerade nicht gesucht. Ach Mann, ich reiß das hier so schlecht ab. Hier hab ich, sammelt sich wieder so viel Papier. Dabei habe ich das gestern schon hier für alles gerade weggemacht. Immer das Problem mit diesem Abreißkalender. Assi Toni. Ja, du hast, Opsi hat schon den Nachnamen und da haben wir Lüdö mit dem ganzen Namen. Tommy Versetti. Safe Google. Ja, muss man halt schnell lösen. Ich habe das Spiel gelebt. Was war jetzt?
Oh, thank you for following. Lord Ivarisi. Lord Ivar, Ivar, Ivarsi. Lord Ivarsi. Die sagen auch gefühlt immer nur Toni in Dialogen. Ja, natürlich sagen die nur Toni, aber der hat trotzdem einen richtigen Namen. So. Ist ein Pizzabäcker. So, im Grunde genommen, jetzt sind wir an einem Punkt, wir haben hier alles in diesem kleinen Gebiet erledigt. In die andere Etage kommen wir jetzt aktuell nicht, oder? Ich könnte mit der Waffe mich hochschießen und dann nach da oben kommen, aber macht das jetzt Sinn? In Italien heißt jeder mit zweiten Namen Toni, habe ich gehört. Ja. Warte mal. Ist jetzt wirklich die Frage. Warte, ich habe hier mehr als genügend Schüsse. Ich könnte gucken. Probieren wir mal. Wir können einmal Spiel speichern, neuen Spielstand. Hat er das jetzt gespeichert? Ja. Hey, hier ist Track. Ich bin am Handy, deswegen mit zweiter Karte. Ach so. Okay, hi Tracker. Also hier, ich muss durch die Tür gehen. Das heißt, aber wir gehen mal hin und versuchen hier mal. Ich wusste nicht, ob ich spoilern durfte, dass ich da hochkommen kann. Nee. Ja, die Frage wäre gewesen, weil ich hätte es normalerweise nicht gemacht, hätte ich nicht so viel Munition. Aber da ich so viel Munition habe, ich bin da halt, glaube ich, nie hochgegangen. Weil mein. Nee, das Träger ist. Achso. Ansonsten, warte mal, wo komme ich denn am besten hoch? Machen wir einmal hier. Können wir hier so. Zack. Machst du auch noch das Game an? Ja, natürlich mache ich noch das Game an. Ich meine nur, ich schaue auch nur gerne dich. Ja. Weil das ist der Punkt, wo ich jetzt mich beschäftigen müsste mit Shortcuts. Nee, das ist doch blöd. Ach so. Ich sehe die Reflexion in seinen Augen, das reicht als Auflösung. Okay, ich bin hier oben. Hier war ich noch nie. So, aber wir gehen erstmal hin und nehmen die Rohrzange und schauen mal da. Ach, warte mal, das heißt, wenn ich das reparieren hätte, dann könnte ich da hinten den Aufzug reparieren, aber da ich jetzt so hoch gegangen bin, brauche ich das ja auch nicht. Dann sonst muss ich sowieso hier gucken, dass hier keine Mimics sind. Hau am besten jeden Gegenstand an, können alles Mimics sein. Ja, genauso werde ich es machen. Das einzige Problem ist, dass die. Gibt es hier eigentlich Fall Damage, wenn ich hier runterspringe? Ich habe sowieso gerade nur 51 Leben. Mal gucken, warte. Ich habe doch ein paar Sachen zum Heilen. Ich habe hier. Ach nee, warte mal. Ich habe natürlich hier Anzugreparaturkit. Medkits stellt 30 Gesundheit wieder her. Gibt es noch eine andere? Sagen wir, zu zwei Drittel gibt es Fallschaden. Ja, es gibt Fallschaden, aber ist die Frage: Kann ich meine Gesundheit noch anders aufheilen? Weil sonst nicht, ich verwende jetzt erstmal einfach sicherheitshalber einmal hier dich. Aber wie kann ich das richtig werfen? Ah, jetzt. Ah, okay, wenn die Sachen leicht genug sind, dann geht das. Okay, Ersatzteile. Oh, was mir jetzt noch einfällt, ich habe doch noch das Upgrade. Bist du schon bei 1 Uhr? Warte mal, ich habe doch hier Waffen-Upgrade. Kann ich jetzt das auch schon benutzen? Oder wenn ich da auf die Waffe einsetzen? Warte mal. Wie kann ich das hier kombinieren?
Das ist meine Frage. Wegstecken Menü. Warte mal. Oh, verbessern. Okay, was kann ich denn hier verbessern? Glue-Effizienz, Bewegungsgeschwindigkeit, effektive Reichweite, Nachladegeschwindigkeit. Effizienz gefällt mir auf jeden Fall. Nehmen wir mal das. Ah, und hier für das Upgrade bräuchte ich dann schon hier. Okay, da wo die Schlösser sind, brauche ich dann noch andere Sachen. Ich habe jetzt einmal Upgrade gehabt. Okay. Wir nehmen wieder einen Schraubenschlüssel. Da haben wir noch eine Tür, die geschlossen ist. Fabrication. Okay, hier bräuchten wir Level 4 von Hacking. Wie lange machst du heute? Eigentlich würde ich jetzt schon beinahe Schluss machen, aber ein bisschen mache ich noch auf jeden Fall. Vielleicht noch so eine Viertelstunde bis zur Nächtigkeit und viel weiter. Buzz Lightyear Zitat. Klingt gut, will das Game sehen, aber soll auch bald Hayabubu. Ja. Viertelstunde, denke ich mal, ist in Ordnung. Mechanische Tür verschlossen. Okay, hier komme ich nicht rein. Volunteer Quartier. Eigentlich habe ich mich heute nicht so gut gefühlt und hätte eigentlich gar nicht gestimmt, aber ein bisschen wollte ich ja schon. Oh. Disruptor Taser bist du, die kenne ich glaube ich gar nicht. Was ist das denn? Taser. Die habe ich noch nie gefunden. Die Disruptor Taser Pistole setzt menschliche Ziele außer Gefecht. Stream macht abhängig. Es macht, ich will halt weiterspielen, das macht Spaß. Alleine spielen kannst du ja immer wieder aufschieben. Ist ja dann was ganz anderes. So. Teifen sind wie. Da fehlt noch so Labels wie bei Zigaretten überall auf Twitch. Wie meinst du das? Mit Leuten, die beim Stream einschlafen. Also bei mir ist standardmäßig, ich habe ein Tablet. Also in meisten Fällen habe ich ja irgendjemanden, den man anschauen kann. Und wenn ich überlege, dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das Amerikaner oder Kanadier ist. Dem gestern Abend noch zugeguckt, wie er Super Mario sonst was gespielt hat und aufgewacht, als er Among Us gespielt hat und dann zur Arbeit gegangen. Robotereinheiten können ebenfalls kurzzeitig von Disruptor deaktiviert und letztendlich zerstört werden. Aber jetzt, warte mal, nicht Lord, warte mal, das ist, jetzt muss ich den richtigen Namen, warte, hat, oh, es wird so viel geschrieben, ah ja, genau, Traeka. Zu deiner Frage, wie meinst du das? Meinst du jetzt den Edo oder? Imagine, du schläfst einfach so bei deinem Stream ein. Wäre schon peinlich, not gonna lie. Ja, aber Sekundenschlaf ist ja nicht so. Achso, Edo. So, warum hier? So. Disruptor Batterien, okay. So. Erstmal hier Pflanzen sammeln. Die Frage ist, ob man auch... Du kannst dich auch Lord oder Lordi nennen. Ja, dann Lordi. Man konnte Pflanzen sammeln, schon völlig vergessen. Ja, aber die Pflanzen, die sind ja nur Materie, die ich dann in diesen Recycler reinpacken kann.
Siehst du, hier ist jetzt ein welker Strauß Kaisertulpen oder hier welker Strauß. Ich weiß gar nicht, wie viel da rauskommt. Aber im Grunde genommen, man kann ja alles einsammeln und alles klein machen. Ja, genau, die Würfel. Aber sehr weit habe ich es ja auch nicht gespielt, als ich das damals gespielt habe. Irgendwann war ich irgendwo, wo es ganz viele Phantoms gab und ich nicht weitergekommen bin und da aufgehört habe. So war es bei mir auch. Weil ich weiß noch, das war halt super interessant. Das einzige Problem ist halt, dass du hast schon mal überlegt, als Moderator zu RBTV zu wechseln. Puh, nee. Da müsste man ja in Hamburg sein. Da will ich. Ich bin in einer guten Stadt. Siehst du dich da nicht? Es reicht, dass ich hier erstmal ein bisschen streame und so Spaß habe beim Spielen. Komm zu mir. Was ich ihm sagen wollte, Edo, ist halt, mein Problem ist ja, dass es halt, ja, mach eine Zwei-WG auf. Nein, ich will doch in keine WG ziehen. Deathkind und der eine Random. Es ist halt, man findet, also, soweit ich gekommen bin, man findet voll wenig Neuromods. Und du musst ja richtig haushalten mit deinen Upgrades und wie du da weiterkommst. Würdest du nicht mit Ledö in einer gemeinsamen Wohnung ziehen? Ich will alleine wohnen. Maximal, wenn ich eine Freundin finde, mit der dann zusammenziehen, aber. Aber warte mal, was ist mit der Tür? Ich glaube, man muss gewisse Waffen finden, damit das machbar wird. Ja, genau, jetzt bin ich auch an einem Punkt. Die Waffe, die ich ja jetzt gefunden habe, die. Warte mal. Drei. Das Raptor-Taser-Pistole. Die hatte ich ja letztes Mal gar nicht, weil ich ja hier gar nicht hochgegangen bin mit der anderen Pistole. Also looten bzw. suchen ist zwingend notwendig. Ja. Die Frage ist halt, okay, hier bräuchte ich Hacking 2. Man muss halt hier muss man richtig clever backtracken, dass man weiß, wohin man zurückgehen muss, um irgendwelche Sachen wiederzuholen. Dass ich weiß, okay, wenn ich das Upgrade für Hacking 2 habe, kann ich zu der Tür zurückkommen. Wenn ich stärker heben habe, der Hack vielleicht hassende Zerhacker, aua. Oh, ich bin jetzt von da runtergesprungen, habe keinen Fallschaden bekommen. Okay, das war jetzt eine Etage. Ja, speichern. Ja, schnell speichern. Oder wenn ich schwerer heben kann, dass ich durch diese Tür kommen kann. Weil hinter jeder Sache, wo ich noch nicht war, kann ja irgendwas. Nein. Ich muss irgendwas umstellen beim Mausrad, damit das nicht so einfach aktiviert wird. Weil hinter jeder Tür, wo ich noch nicht hin kann, könnte ich ja irgendetwas sammeln, was ich sonst verpasst hätte oder sonst was. Genauso wie ich ja auch. Und alleine ist das halt mit der Zeit schwierig. Und man muss natürlich seinen eigenen Weg gehen, weil jetzt bin ich ja hier erstmal durch. Durch die eine Tür komme ich ja nicht. Bei der, da bräuchte ich ja Hacking 4 oder das Passwort. Versteckte Gänge und Codes sind auch noch. Ja, man findet ja eine Menge Codes noch in anderen E-Mails. Ja, wir gehen zur Lobby. Oder halt allgemein findest du irgendwo noch Zettel. Guten Abend. Ach. Ja, war die tolle Künstlerin. Ich kann dir was Lustiges sagen. Ich habe gestern, ich weiß nicht, war das gestern oder heute, ich habe da dieses Dreier-Bilder-Set von Doom gekauft und danach erst gesehen, dass halt von Franzi und von dir auch jeweils ein Bild ist. Beim ersten Mal habe ich gedacht, oh, das sind alles drei schöne Bilder, kaufe ich mir. Und dann gesehen, ach, drei verschiedene Künstler. Wie toll. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Moment, das heißt, warte mal, das heißt ja Pixel Pop. Pixel Pop. Oder? Hm.
Wenn du willst, du kannst ja auch den Link reinposten davon, dann können sich die anderen auch die tollen Bilder anschauen. Weil bei mir kann man auch einfach so Links Willkommen, posten. Carlos. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Wo ist denn das Muggy-Emote? Mephisto. Ach, der hat da so ein eigenes Dies Logo drauf. verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Nash Underwood. Okay, jetzt sind wir hier. Seltenes TP-Emote. So, jetzt sind wir in der Lobby. Das wird schon gespeichert. Ja, ihr könnt euch mal da bei Pixelpop anschauen. Da gibt es aktuell so ein Set mit drei ganz tollen Pokémon-Bildern, die man sich vorbestellen kann. Aber allein die Bilder so anzuschauen ist auch schön. Okay, hier haben wir noch etwas, wo ich nicht durchkomme. Human Resource. Hier bräuchte ich Tragen Hebekraft 3. Puh. Für Hebekraft. Warte mal, erstmal sammeln wir das ein. Ach nee, ich brauche N. Ah, und ich habe auch letztens gesehen, du hast ja auch da. Ich glaube, du hast ja an eigene Emotes gebastelt. Hast du die schon fertig gemacht, die du da gemacht, woran du da gearbeitet hast? Ja. Yep. Und wie viele Emotes hast du bei dir? Ah ja, das Switch-Emote. Das ist mit DiCaprio. Hi-Emote. Ja, und so Liebes-Emotes sind wunderbar. So, warte mal. Das ist Hebekraft 2. Boah, ich bräuchte also 1, 5. Ich bräuchte 11 Neuromods, da hinzukommen. Ich verstehe nicht, wo man diese ganzen Neuromods sammeln soll insgesamt. Im Grunde genommen kann man Neuromods vielleicht herstellen. Das wäre halt das einzige probate Mittel, was mir einfällt. Naja. Da ist was kaputt. Hä? Warum rollt da was? Kann ich nicht aufsammeln? Vorsicht. Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Wie meinst du mit Skills? Weil jetzt habe ich ja gerade hier diese drei normalen Sachen und es kommt ja noch der Punkt, wo sich hier das, was hier so schraffiert ist, die drei werden sich ja auch noch freischalten lassen. Ich packe dich jetzt in meine Promo-Liste auf Discord. Okay, keine Ahnung, was für eine Promo-Liste, aber hört sich doch gut an. Ich glaube, man konnte welche machen. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Ich würde es hoffen. Die Leute sehen dann, wenn du on gehst. Oh, das ist super nett von dir. Die Frage ist halt wirklich, wenn ich Neuromod selber herstellen kann, das wäre genial. So. Der Punkt ist, normalerweise würde ich hier alles erforschen wollen. Aber ich glaube, wir wählen jetzt mal den kürzesten Weg, um einfach zum Büro zu kommen. Aber bestimmt nicht im Early Game. Nee. Der Punkt ist halt, mit Stream komme ich weiter, als wenn ich alleine spiele. Also auf Mimics kloppen, lull. So, in dem Raum gibt es viel Story. Der Punkt ist halt, ich habe letztes Mal, also in meinem ersten Playthrough, wo ich versucht habe zu spielen, habe ich halt auch auf diese Geschütze geskillt, dass ich Geschütze dann aktivieren konnte oder reparieren, aber das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Wut. Also ich kenne einen Wuti, aber die Geschütze hatte ich auch, mache ich nicht mehr. Ja, das sehe ich auch als Fehler. Da habe ich dann Sachen verschwendet, so gesehen. Die gehen zu schnell kaputt. Genau, und wenn du dann in einen anderen Bereich gehst und zurückkommst und die kaputt sind, weil dann da aus irgendeinem Storygrund vielleicht ein Phantom war. Okay, hier kann ich ja noch eine Schlüsselkarte finden. Da drin ist ein Tresor. Oh, warte mal, hier ist irgendwo. Wo ist denn hier?
Achtung! Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Mhm. Hier und da vorne gibt es auf jeden Fall ein paar von denen. Was sonst noch? Hier haben wir einen Geschützturm. Den, solange der funktioniert, will ich den ja auf jeden Fall nutzen. So, warte mal. Ach nee, warte, ich muss den. Zack. Weil da hinten gibt es, glaube ich, ein paar. Ei! Okay, perfekt. Den Mick hat der Geschützturm ausgeschaltet. Das Problem ist, wenn es zu viel werden. Oh, wir haben hier eine Schlüsselkarte. Wir sammeln das Medkit ein. Warte, sind Mimics manchmal auch Loot? Loot glaube ich gar nicht. Die sind halt... Warte mal, kann man das irgendwo nachlesen vielleicht? Zielkarten, Neuromods, Status, Daten. E-Mails, Audiologs, Zugänge, Statistiken. Keine Forschung, keine Pläne. Es wird doch hier irgendwo was geben, das mir ein bisschen was erzählen kann. Status. Sieht nicht so aus. Ja, ich würde auch darauf tippen, Mimics können sich, oder später. Ja, das dann wahrscheinlich irgendwelche andere Arten. So Anzug-Chipsets habe ich noch nicht. Psychoskop-Chipsätze. Karte. Oh, mit der Karte, das wird auch noch aufwendig. Ziele. Ich bin hier in der Hauptgeschichte. Ach ja, genau, die Story. Optional dahin. Die Frage ist... Warte mal, ich kann doch noch hier... Nee, das ist einfach nur, dass ich hier das abrufe. Ich würde davon ausgehen, irgendwo gibt es wahrscheinlich den Punkt, wo man über die verschiedenen Mimics und so nachlesen kann. Das Raptor. Okay. Ich denke, sobald du mal mehr siehst... Also erstmal... Sammle ich hier ein paar Sachen ein. Bist ja erst aus dem Tutorial. Ja. Ah, da vorne ist noch ein Geschütz. Ich glaube, das sammeln wir gleich mal ein. Hä? Okay, kaputt. Oh, hier drin. Ich glaube, ich kann ja... Irgendwo gibt es ja auch noch eine Armbrust, mit der ich so diese Dartpfeile verschießen kann, um das jetzt zum Beispiel aufzumachen. So. Und ich muss auf jeden Fall nach oben gehen, weil gleich mein Inventar ja schon beinahe voll ist. Ich will ja alles einsammeln. Okay, wir heben dich mal auf. Kann ich dich nicht aufheben? Doch. Ach nee, so, warte mal. Ah, okay, so kann ich dich tragen. Dann platzieren, dann muss ich dich ausfahren. Und wir haben hier... Chris hat den Nerdquiz-Kalender nochmal eingelöst. Wir sind jetzt beim 26. Februar, dem Mittwoch. Okay, das ist eine einfache Frage. Und wir haben genügend Zelda-Nerds hier. Kampf um die Ehre. Oh, der schöne Panda. Nein, das Faultier. Wie komme ich auf Panda? Zelda, da bin ich raus. Ja, aber wir haben hier genügend andere Leute. Also, wir gehen einmal Vollbitcam, dann kann ich das gleich reinhalten. Wie heißt die Welt, in der die meisten Legend of Zelda-Spiele stattfinden? Also das dürfte eigentlich hier jeder wissen. Selbst wenn man Linktopia, Zelda-Welt. Hyrule, ja, Hyrule. Ich bin froh, wenn jemand direkt anfängt mit der richtigen Antwort. Alle anderen trollen mich hier nur. Hyrule.
Zu einfach, nächste. Ja, da musst du nochmal einlösen. Da kann ich jetzt wenig machen, weil in diesem Kalender hast du zwei Varianten. Du hast entweder die ganz einfachen Fragen. Oh, Lüdülüst. Wie der Nerdquiz-Kalender aus. Und Chaosquinchen. Zwei Fragen einfach. Okay. So, und mal das weg, das weg, das von Chris. Ja, ich habe hier einen ganzen Verlauf. So, dann erstmal von Chaosquinchen. Wir sind beim 27. Februar, den Donnerstag. Oh, es geht um zurück in die Zukunft. Wir gehen wieder auf die Vollbildcam. Von wem stahl Doc Brown in Zukunft, zurück in die Zukunft das Plutonium? Nee, es geht nicht um die Jahreszahl. Also, Fluxkompensator. Also, wem hat er das gestohlen? Wladimir Putin. Ich habe eine Antwort im Kopf und. Ah, okay. Mein B-Day. Okay, ich habe nicht die richtige Antwort im Kopf gehabt. Wem hat Doc Brown den Arabern? Es ist schon eine Nationalität. Also, Algerien. Wir fahren in die Ferien nach Algerien. Ist es auch nicht. Nein, 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 nein. Pakistan, Ägypten, Libyen. Das ist die richtige Antwort von den Libyern. Also die Fragen sieht man gut, aber wenn ich nur die Antwort zeige, Knorkator. Ja, das Lied kenne ich von einem anderen Stream, wo das sich andauernd Leute gewünscht haben. So, damit war das die Frage für Chaosquinchen. Ne, warte mal. Chaosquinchen, dann. Ach so, genau, Kokosmakrone, deswegen sind da zwei. Okay, jetzt ist Lüdö dran. Wir sind beim 28. Februar, den Freitag. Wir sind wie hungrige Wolle. Das Lied geht 12 Minuten. So. Welche StarCraft-Rasse spielt man neben den Terranen und den Zerg? Das ist ja auch eine einfache Frage. Aber wirklich, die Fragen kann man wirklich gut sehen und die Antworten, das Proton. Ups, die weiß es. Protoss. Es gibt nur Zerg. Also, Chaosquinchen war nah dran, aber es sind die Protoss, nicht die Protonen. Protoss. So, damit kann ich das markieren. Und jetzt haben wir hier noch eine Kokosmakrone, darf ich essen. Das ist dann noch die letzte für diesen Stream. Weil. Es wurden heute schon zwei eingelöst. Eine leckere, schöne Kokosmakrone. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank für den Host. Lea war. Eigentlich möchte ich dich mit deinem Na anderen Namen ansprechen, aber ich muss mir das merken, dass ich halt bei Lea war dann halt Beck's Illustration halt im Kopf habe. Ist das jetzt der 29. oder der 1.? Ach so, Eduard noch. Ja, jetzt sind wir am 29. Jetzt sind wir am 29. Februar, den Samstag. Okay, das wird er sein. Ich kann schon gleich aus dem Spiel eigentlich rausgehen. Februar ist durch. Welcher Schauspieler verkörpert den Tatortkommissar Nick Chiller? Okay, das ist eine easy Frage.
Bett. Okay, dann merke ich, versuche ich mir Bett zu merken. Der Cringe-Tatort. Bett, Leila. Leila, Bett. Keine Ahnung. Til Schweiger, damit haben wir Obsti. Das war, glaube ich, auch einer der teuersten Tatorte, weil der als die Persönlichkeit, die er ist, am meisten Geld zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ja, hier nochmal die Antwort für euch. Til Schweiger. Das war einfach nur ein Action-Tatort. Ja, keine Ahnung. Ich gucke keinen Tatort. Und? Warte mal, jetzt habe ich. Wir haben heute schon 11 Mal Nerdquiz gehabt. Wir kommen hier richtig voran mit dem Kalender. So, warte mal, wir hatten hier Föhr von Edu. Jetzt sind wir beim 1. März. Für Lordi. Oh, jetzt wird der Kalender blau. 1. März hat Mama Dürr Geburtstag. 1. März, es war ein Sonntag. Oh, das ist eine schöne Frage. Und es ist auch eine einfache Frage. Welcher Comicheld jagt die Dalton-Brüder? Ganz klassischer Comic. Passt zu ihr, die ist auch immer blau. Lucky Luke. Ja. Das ist mal eine Antwort, die wissen alle. Perfekt. Lucky Luke. Der Schatten. Endlich mal. So. Und jetzt haben wir noch für Bats, für Layla. Sind wir jetzt beim 2. März, dem Montag. Welcher Planet ist unserer Sonne am nächsten? Rantanplan. Welcher Planet ist unserer Sonne am nächsten? Okay, die erste Antwort ist die Venus. Und da ist schon die richtige Antwort. Merkur ist. Welcher Planet ist unserer Sonne am nächsten? Also, der Merkur ist der Sonne am nächsten. Merkur. Die Erde ist in der Mitte. Meerrettich. Mein altes Gehirn hat versagt. Ja. Your brain tried. Ach, Moment, ich habe hier noch was vergessen. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Really? Wie nett von ihm. Ja, ist doch ganz schön. Okay. Ach, das kommt noch weg. So, wir haben hier die beiden Geschütztürme und ich weiß, da vorne kommen auf jeden Fall jetzt. Ich trigger hier mal Gegner. Ich bin mir sicher, hier müssten Gegner sein. Udon-Nudeln. Hallo? Gegner? Ah, Gegner, weglaufen. Okay, die schießen. Eins, zwei. Boah, das sind ja eine ganze Menge. Weiterschießen, weiterschießen. Super, alle erledigt. Aber ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass dir nicht jeden Sonntag die Planeten erklärt werden. Mein Vater schlägt mit jedem Schläger unser Nerze. So, das sammeln wir auf. Und das hat jetzt nur so gut geklappt, weil ich wusste, was kommen wird. Weil ich noch im Kopf hatte, dass da irgendwo die auftauchen werden. Jo. Einmal schnell speichern. Mach mal eine Frage frei auf Haus. Ja, kein Problem.
Wir haben mehr als genug Fragen. Wenn der Kalender durch ist, haben wir noch den Kalender vom nächsten Jahr. Und wenn wir da irgendwie weit vorankommen, dann muss ich mir was Neues überlegen. Und ich muss gleich noch gucken, einmal nach oben zu kommen. Das müssen wir noch hinkriegen. Hui, 13:30. Eine Frage frei Haus. Ich finde die Idee mit dem Kalender echt nice. Ja, der Punkt ist halt, ich habe mir den Kalender gekauft und dachte mir so, ja, das ist schön, dass das gut ankommt. Ich hatte den Kalender halt im Büro und hätte die Fragen regelmäßig meinen Arbeitskollegen gestellt, jeden Tag oder halt ein paar immer wieder. Problem ist dann halt, dann gab es so gesehen ein halbes Jahr Homeoffice und dann lag der Kalender im Büro. Ja, und jetzt werde ich das ja mit meinen Arbeitskollegen nicht mehr aufholen, wenn ich dann im anderen Raum sitze und wir alles getrennt haben und sonst was. Also ist schön, dass der Kalender jetzt eine Verwendung hat. Wir sind jetzt beim 3. März, dem Dienstag. In welchem Spiel fällt der Satz wie passend, du kämpfst wie eine Kuh? Warte mal, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh? Ich glaube, ich weiß das. Das dürfte ich vor kurzem bei jemandem gesehen haben. Diablo? Technomutter-Simulator? Nee, nee. LOL? Nein. Ich gebe euch einen Tipp, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Es ist ein älteres Point-and-Click-Adventure, aber es ist halt. Nein, Slay the Spire ist kein Point-and-Click-Adventure. Es ist auch ein sehr bekanntes. Selbst wenn ihr es nicht gespielt habt, Deponia, nein. Monkey Island, richtig. Monkey Island. Weil der Protagonist, der sagt das ja bei irgendeinem Kampf bei den Piraten. So habe ich das noch im Kopf. Weil ich habe das noch vor ein paar Wochen bei jemandem gesehen, wo das wieder gespielt wurde dann. So, damit sind doch alle Sachen aktuell abgeschlossen. Und wir haben eine Bonusfrage rausgehauen. Aber ich finde es schade, bisher hat noch niemand eine Sonnenbrille eingelöst. Dabei habe ich doch so viele Sonnenbrillen da eingetragen. Also, noch einmal schnell speichern. Unser Ziel ist, ins Büro zu kommen und da mache ich Schluss. So, hier dürften wir alle. Dreitausend muss ich mir merken. Die sparen alle auf Debben. Niemand spart auf Debben. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das Schöne ist, dass das ja auch noch so, dass ich dann eine Auswahl an Brillen habe. Ich habe da noch, glaube ich, vor ein paar Tagen noch eine Brille hinzugefügt, die ich halt irgendwie noch beim Aufräumen gefunden habe, wo ich gemerkt habe, oh, das wusste ich noch gar nicht. So, in dem Raum gibt es Story. Wir wollen jetzt einfach erstmal hoch zu meinem Büro. Wir ignorieren mal alles andere. Erschreckt er mich. Eine Brille, so viele Quizfragen. Ah! Weg mit dir! Okay, hat mir keinen Schaden gemacht. Lower McAvoy Traumazentrum entriegeln. Ich kann das entriegeln, aber ich mache das jetzt nicht. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Dem ist ja auch etwas kostspielig und verschämt. Ja, da kannst du dich bei Obstsalat bedanken. Der hat irgendwann das versucht, als Running Gag zu machen und wollte mich zum Debben bringen. Und ich will nicht debben. Was soll ich denn damit machen? Am Ende verletze ich mich noch beim Debben. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Du hast für uns gedebbt auf dem Discord. Es gibt keine Beweise dafür. Ich habe noch nie gedebbt. Alles Lügen, Intrigen. Debben im Alter ist gefährlich. Es gibt irgendwo so auch so ein Video, wo jemand halt wirklich debbt und sich dann aus Versehen die Schulter dabei ausrenkt. Das ist halt richtig albern. Okay, wir haben da ein Geschütz. Oh ja, dieser ZZZ-Clip, der ist super lustig.
Den, schaut euch den Clip an. Der ist frisch entstanden, so. Das Problem ist, ich brauche diesen Geschützturm und ich will nicht, dass er kaputt geht. Und ich glaube, hier hinten kommt es irgendwo bestimmt noch. Oh. Okay, perfekt, er hat da Guten geschossen. Morgen, Talos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Doch, doch, ist mein Ernst. Ich war sehr müde und habe trotzdem gestreamt. Und dann klickst du bei Diablo ein bisschen rum und du kannst ja noch das VOD angucken, weil noch ist der Clip ja nicht alt. Da kannst du sehen, es ist halt wirklich so ein Moment so. Ich bin froh, dass ich bei diesem Mob da nicht gestorben bin. Okay, das Geschütz möchte ich. Ich möchte nicht, dass das Geschütz kaputt geht, auf keinen Fall. So, ansonsten. In einem von diesen Räumen ist, glaube ich. Wann geht Teufel 1 weiter? Jetzt schreibst du extra Teufel 1, um den, damit du da nichts triggerst. Oh, super, wir haben hier eine Keycard. Der Code für Ihr Büro lautet 0451. Das behauptest du. Wann kommt Slay the Spire Command? Ja, da habe ich dir ja geschrieben. Und ich habe deine Antwort mal ignoriert, weil ich spiele das, wenn du wieder vernünftiges Internet hast und da ganz in Ruhe zugucken kannst. Erschlage den Turm. So, die E-Mails. Was haben wir denn hier? Die will ich auch noch durchlesen. Ich brauche mehr Leute. Die Volontäre sind unruhig. Noch mehr als sonst. Le Deux schaut dir doch auch gerade zu. Ja, aber der verbraucht da seine von seinen 50 Gigabyte an Datenvolumen, was er gerade hat. Oder wie viel das waren. Der Code für hier oben ist nun 4308, nicht mehr der verzeichnet. Ich bin ziemlich sicher, dass sie mir beim Eintippen zugesehen haben. Daher habe ich ihn geändert. Ja, verbraucht ihn für dich. Treffen mit Gustav. Ich habe ihre bisherigen Anfragen weitergeleitet. Wir werden sehen, was wir tun können, oh, aber es gibt keine Garantien. Der Zeitplan für den Besuch ist eng und ermöglicht unter Umständen kein persönliches Treffen. Sobald ich weitere Einzelheiten habe, teile ich sie Ihnen mit. Ich würde mich geehrt fühlen. Ja, natürlich. So, bevor Bezug nehmend auf meine bisherigen Anfragen möchte ich noch einmal kundigen, ob es Neuigkeiten zum Besuch von Gustav Leitner gibt. Findet der noch statt? Falls ja, wäre es möglich, eine Kopie seines Reiseplans zu erhalten. Ich würde ihn sehr gerne treffen vor der Neurokartografie, falls möglich. Okay, hier. Besuch von Leitner. Sehr gut. Ikwe ist aufgetaucht, ruhig und höflich, hat Leitner die Hand geschüttelt, als ob er Angst hätte, ihn kaputt zu machen. Hat ihn gebeten, einen Album zu signieren, das er mitgebracht hatte. Leitner wirkte geschmeichelt, das war also ein Pluspunkt. Wir haben versucht, es ihm so bequem wie möglich zu machen. Sein Zustand hat nichts an seinem Verlangen nach Zigaretten geändert. Seine Finger haben die ganze Zeit gezuckt. Es ist eine Schande, dieses Talent. Kein Wunder, dass er gescannt werden wollte. Gute Nacht. Gute Nacht, Lordi. Schlaf gut. Du verpasst auch nicht viel. Wir sind ja jetzt gleich am Ende für heute. Ich will auf kein. Ich weiß, aus irgendeinem Grund geht dieser Geschützturm kaputt. Ich weiß nicht mehr, was, weswegen. Warte mal, ich glaube, ich gehe hin und platziere dich andersrum. Vielleicht kommt da was raus, dass das kaputt macht. Okay, wir versuchen es mal. Ich hoffe, wir speichern hier einmal. Einmal schnell speichern. Wir können die Tür hier aufmachen. So, der Code ist 0451. Okay. Das Büro. Anruf. Willkommen zurück. Das war in den letzten 3 Jahren Ihr Zuhause. Das Video dürfte auf Ihrem Arbeitsterminal sein. Okay, platzieren wir dich doch mal hier. Ausfahren. Das Beste ist, dass wir hier den Recycler gleich haben, beziehungsweise fürs nächste Mal dann. Also, Notiz nehmen. Ich habe den von Ihnen angeforderten Plan. Er liegt in Ihrem Tresor. Passwort eingeben. Warte mal, wollen wir erstmal zum. Okay, noch ein Waffenupgrade. Perfekt. So, Passwort eingeben. Es kommt gute Story-Sache.
Erstmal gucken wir nach den Mails. Oh, warte mal. Sind das drei Neuromods? Okay, das ist super schon mal. Geschafft, Ende der Nachricht. Ich weiß immer noch nicht, was geschehen ist. Ich habe es hinter mir gelassen, aber es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht wie normale Menschen verhalten können. Heute bist du an mir vorbeigegangen, als ob ich Luft gewesen wäre. Wenn ich dich mit irgendetwas verärgert habe, sag es mir, dann können wir darüber reden. So zu tun, als würdest du nicht, wüsstest du nicht, wer ich bin, hilft da nicht weiter. Wir müssen schließlich zusammenarbeiten. Mika. Bitte nicht stören. Wie angefordert werden ihre Terminprotokolle automatisch in ihrer Suite in den Belagerungsquartieren weitergeleitet. Außerdem erhalten sie die Vorräte aus dem Maschinenlabor. Sagen Sie Bescheid, ob alles wohlbehalten bei Ihnen eingetroffen ist. Falls nicht, werde ich mich darum kümmern. Wie in der letzten Woche werde ich dafür sorgen, dass Sie in der Zwischenzeit nicht gestört werden. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie noch etwas für, wenn ich noch etwas für Sie tun kann. Ich halte vor Ihrem Büro die Stellung. Okay, wir können einmal zurück. Wir nehmen die Karte. Telekonferenz. Okay, wir haben hier ein Programm. Schau mich an morgen. Hallo morgen. Diese LGV-Datei sollte einige Dinge erklären. Sorg dafür, dass du beim Anschauen alleine bist. Abspielen. Wird auf dem Hauptmonitor. Das heißt hier. Ja, genau hier. Und ich darf das jetzt nicht kaputt machen, weil wenn ich das kaputt mache, stoppt diese Videoaufnahme. Beziehungsweise die Wiedergabe. Meine ich. Lied. Hallo Morgan, harter Tag? Ja. Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist... Die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Okay. Und jetzt greift mein Bruder ein. Keine Verbindung, Looking Glass Server. Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Dieser Lügner. Verdammt, ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte. Ja, das Video wurde jetzt unterbrochen. Ich kann das jetzt kaputt machen, die Scheibe, und dahinter ist da noch irgendwas. Aber erstmal January. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Okay, und jetzt sollte das Licht wieder angehen. Ja, genau. Okay, ich will aber noch nicht in die Werkstatt. Jetzt ist auch schon Viertel vor zwei. Ist auf jeden Fall später, als ich geplant habe. Aber war doch noch schön. Haben ein gutes Stückchen hier gemacht. Für nächstes Mal gibt es in dieser Area allein sehr viel zu erforschen. Spiel speichern. Wir überschreiben das hier mal. Bestätigen. Verlassen. Bestätigen. Ah Gott, das DLC muss ich ja irgendwann... Ja okay, das Spiel dauert noch lange. Du hast eine Menschenfähigkeit erhalten. Oh schön. Das haben wir. Drei Gegenstände haben wir in dem Spiel erhalten. Gleich gibt es den Nerdquiz-Kleiner. Female Morgan You. Okay, warum ich jetzt die Karte zweimal? Male Morgan You. Okay. Drei Kärtchen. Dann gehen wir einmal zur Vollbildcam über.
Dann gibt es noch einmal einen Nerdquiz-Kalender. Wir sind jetzt beim 4. März, dem Mittwoch. Oh, jetzt kommt was mit Asterix. Welches Dokument wird in Asterix erobert Rom gesucht? Ja, jetzt muss man wissen, worum geht es in dieser Story. Welches Dokument wird in Asterix erobert Rom gesucht? Passierschein A 38. Damit haben wir Chaos Queenchen, die die Frage richtig beantwortet hat. Passierschein A 38. Ah, ich erinnere mich, das ist ja das. Glückwunsch zur Menschfähigkeit. Vielen Dank, Obsti, dass du mir das über Steam schreibst. Da rennen die doch ewig hin und her. Ja, das ist ja, da gibt es ja auch so einen tollen Punkt, wo du, wie heißt das? Ja, du bist ja in der Behörde da drin. Ja, so. Nochmal. Dann sind wir jetzt beim 5. März. Das ist, war ein Donnerstag. Die Kickstarter, das Kickstarter-Spiel Bloodstained ist der unoffizielle Nachfolger welcher Serie? Minecraft? Ich denke mal nicht. Bloodstained, das hat ein Bloodborne. Also, es ist ein Spiel, das wie Bloodborne aussieht, nur halt im 2D-Stil so eher gesehen. Also, das Kickstarter-Spiel Bloodstained ist der inoffizielle Nachfolger welcher Serie? Nee, auch nicht Diablo. Gib mal einen Tipp. Von der Serie wurde ein, also von der Spieleserie wurde auch eine Netflix-Serie produziert. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt da schon zwei oder drei Staffeln von gibt. Aber auf jeden Fall. Es ist spielt auch in. Ja, Castlevania, da haben wir es. Richtig schade, dass ich das mit den. Kann man nicht lesen. Aber Castlevania ist es. Aber schön zu sehen. Jetzt haben wir hier. Wir hatten heute schon. Oh, da kommt noch eine Anfrage rein. Machen wir nochmal einen Nerdquiz-Kalender. Damit kann man den Steam ewig strecken. Bis mir die Fragen ausgehen. Ui. Ja. Wir sind im März. Der 6. Freitag. Oh, das ist jetzt super einfach. Hier kommt es darauf an, wer am schnellsten tippen kann. In welcher TV-Serie werden die Agenten Scully und Mulder von Aliens besucht? Nee, 42 ist es nicht. Und im Grunde genommen hat ja auch die Person den Vorteil, die ja den geringsten Delay hat. Irgendwann ist es richtig. Akte X, ja! Ups, jetzt so. Ups, die bevorzugt Troll-Antworten. Oh, Akte X, das ist auch so eine tolle Serie. Das Schöne ist, dass man mit den Quizfragen auch immer dann schön noch ein paar Serien, Spiele und sonstige Nerd-Tipps hat. Nerd-Themen. Aber ich weiß noch, wie das war ja vor einigen Jahren, wo dann plötzlich dann der Punkt war, es wird jetzt eine neue Staffel vom Akte X geben. Wo man erstmal sich gefallen hat, okay, aber insgesamt konnte man sich ja gut freuen. So, Chaos-Quienchen. Bin kurz AFK. Okay. Dann warten wir noch auf dich, bis du gleich wieder da bist. So, wir sind jetzt beim März. Weiterhin. Das ist der 7., der Samstag. Wie heißt Mickey Mouse Gegenspieler Peckleck Pete in Deutschland? Okay, die Frage verstehe ich nicht mal. Mickey Mouse Gegenspieler Peckleck Pete in Deutschland. Carlo. Kater Carlo. Aber warum?
Peckleck Pete. Ach so, das ist ein englischer Name. Den kannte ich bisher noch gar nicht. Ja, und schon wieder was gelernt. Und das ist Wissen, das möchte man ja auch lernen. Es ist der Kater Carlo. Kater Carlo. Kingdom Hearts regelt. Ach, ja, genau. Kingdom Hearts. Dann hast du da noch... Ja, das ist dann noch so ein einfacher Name. Ja, guck mal, ich hab hier noch so einen ganzen Beutel Kokosmakronen. Und die lasse ich alle extra für den Stream. Elgato. Meinst du Elbarto? Chris666 hat leider noch kein Kingdom Hearts Teil beendet. Aber der ist zumindest so weit, dass er halt einen Teil ja lang gespielt hat. Das ist doch auch schon was. Weil wenn ich überlege, mal gucken, hab ich Kingdom Hearts überhaupt? Lösch dich. Jetzt will er, dass ich mich lösche. Was für ein Hellseher. Gibt's denn Kingdom Hearts nur auf der Konsolen? Oder gibt's das auch hier? Kingdom Hearts. Obstsalat möchte auch nochmal Nerdquiz-Kalender. Also kann ich Kingdom Hearts auch bei Steam finden? Nur Konsole, okay. Dann brauche ich hier gar nicht zu suchen. Dann haben wir hier den 8. März. Das war ein Sonntag. Nerdquiz-Kalender-Night. Nicht du, ein Obstsalat, der... Ja, ich habe schon verstanden. Deswegen hat der Obsti geschrieben, dass er... Nur die Konsolfacts dürfen das haben. Oh, okay, das ist eine Frage. Die Antwort kenne ich jetzt nicht. Aber eigentlich könnte es einfach sein, wenn man sich gut mit dem Bereich auskennt. Nerdquiz Kalender Night. Ja, kommt davon, wenn man keine Cooldowns dafür einstellt. Weil ich wüsste halt nicht, was da sinnvoll ist. So, wir haben die Frage. Wie alt ist Simpsons Charakter Ned Flanders laut eigener Aussage? Ja, ist schön, dass das cool ist und dass das gut ankommt. 55? Nee, hier steht eine andere Antwort. Man muss halt immer bedenken, das sind halt die Sachen, die halt... Ich weiß gar nicht... Damn. Aber 55 ist auf jeden Fall in der Nähe. 56. Na, warte mal, den Speicherbefehl, den kann ich mal deaktivieren. Daran braucht er mich jetzt nicht mehr zu erinnern heute. 60! Und da kommen direkt 3 rein. Ne, 50 falsch. Es ist 60 Jahre. Ah, so kann man es besser sehen. So kann ich es anwinkeln. So. Und ansonsten einmal noch zum Thema hier von den ganzen Kanalbelohnungen. Ich habe ja hier eine ganze Reihe mir ausgedacht, die ja möglichst kreativ sind. Aber wenn ihr irgendwann mal Ideen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Egal, ob jetzt per Nachricht bei Twitch oder vielleicht auch bei mir im Discord. Der ist noch ganz klein und noch nicht so besonders. Und wenn ich daran denke, poste ich da auch. Ich muss selber nur mal was für die Kanalpunkte ausdenken. Ja. Bin vorhin auf deinem Server gelandet. Ach, wie schön. Go, nächste Frage. Hat niemand was eingelöst? Noch eine Frage, hab eingelöst. Noch? Chaos Screenshot redeemed. Ah, okay, da. Da hat sie ja noch redeemed. Okay. So, März der 9. Das ist Montag. Wie heißt der uneheliche Sohn von Eddard Stark in Game of Thrones?
Snow White. Willst du jetzt auch Trollantworten geben? John Schnee. Ja, John Schnee ist richtig. John Snow. Fängst du auch an, wie alle anderen zu werden? Oh, guck mal, wir kommen richtig voran. Ja, ja so. Den ganzen Haufen und Fragen haben wir schon durch. Jetzt werde ich hier noch zu Game of Thrones gespoilert. Ja, das ist jetzt lang genug her. Und Chaoskönigin löst nochmal 400 Punkte ein. Der Punkt ist halt wirklich... ja, 400, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, gut gewählt. Wir sind beim 10. März, dem Dienstag. Mit welcher Arbeit verdiente Dagobert Duck seinen Glückskreuzer? Das ist eine Frage, die kenne ich. Die dürfte auch einfach sein. Wenn man ein bisschen lustige Taschenbücher gelesen hat. Was hat er gearbeitet? Meersalzeis verkauft. Meersalzeis. Was hat er denn als allererstes gemacht, um das Geld zu verdienen? Jetzt ist mir eingefallen, dass ich noch, das ist ja noch der falsche Kalender. 365 falsch zugeordnete Zitate kaufen muss. Ach, das von, wie heißt der nochmal? Mir fällt es gerade nicht ein. In Kingdom Hearts ist das so. Ach so, als allererstes. Ja, das, genau, Marc-Uwe Kling, das war's. Oh, das ist ja richtig gut. Also das, den Kalender, den will ich mir auch holen. Ja, richtig, Schuhe geputzt. Er hat beim Schuheputzen seinen ersten Glückskreuzer verdient. Nee, nicht Limonade. Glückskreuzer da beim Schuheputzen, das ist schon richtig so. So, dann markier ist die Frage, also ist das Eingelöste von Chaoskönigin durch. Werden wir dich morgen wiedersehen, obwohl Mittwoch ist? Ich sage erstmal, ich weiß es nicht, weil Fahrschule und nach der Fahrschule ist dann schon 8:30, 9 Uhr. Ich vermute mal, dass ich nach der Fahrschule einmal duschen gehe und dann doch noch den Stream anmache. Aber muss man dann gucken, weil ganz fit werde ich dann nicht sein. Ah genau, noch einmal hier. Ich gehe für dich zur Fahrschule, dann können die anderen dich sehen. Ja genau, ich gebe dir meinen Hoodie. Dann fällt das nicht auf, in der Fahrschule schlafe ich eh. Aber dann bist du da auch alleine mit dem Fahrlehrer, weil die Person, die letztes Mal da war, die hatte da ihre letzte Fahrstunde. Eine Bonusfrage, weil es so viele Fragen gab. Ich habe schon vorhin eine Bonusfrage gehabt. Wir kommen hier jetzt schon ziemlich gut voran. Ach, das war keine Bonusfrage, das war eine Sonderfrage. Gierig, gierig. Ab geht der Peter. Oh. Na, ich denke mal, wenn jetzt eine. Wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Und wir gehen rüber zur lieben The Basement Club. Dann kriegt die mal einen Raid von mir, wo die mich schon ein paar Mal geradet hat. Die spielt jetzt gerade Assassin's Creed Valhalla und sie hat sich auch ein bisschen so im Gesicht geschminkt. Ich weiß nur gerade nicht, nach irgendeiner Band oder irgendwelchen Sängern war das. Aber da will ich mal, würde ich jetzt sowieso auch ein bisschen zugucken. Basement Club. Weil der wichtigste Punkt ist, dass ihr alle gut schlafen werdet. Und wir haben ja hier einige Leute dabei, die bei mir ja Sub sind. Die Ecke hier in NRW trauert heute zum 11.11. ordentlich. Einfach nur, weil heute der 11.11. ist. Okay, das mit dem 11.11. Warte mal, heute ist 11.11. Irgendwas ist... Ach, Karneval. Ach so. Nee, ich glaube, da ging es um was anderes. Aber... Erstmal starten wir schon mit dem Raid.
Hello. Sammeln sich die Leute. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mein tolles Faultier-Emote gleich spammen könntet. Ich werde es auch spammen. Noch mehr als ein Unterwasserkampf in Witcher 3. So. Also, ich kann mich nur wiederholen. Ich wünsche euch allen grusamen, schönen Schlaf. Wir hören uns. Ja, wir hören uns. Ich muss ja auch gleich noch in Discord gucken, was ihr da so geschrieben habt. Ihr habt da wahrscheinlich einiges geschrieben. Ja, gute Nacht, Leila, Leiva, Ledö, Obsti, Chris, Chaosquinchen. Allen eine gute Nacht. Alle schlafen gut. Und gleich werden schön ein paar Emotes gespammt. Das Emote. Und ich spam gleich auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe noch die anderen Varianten von dem Emote. Oder? Oh ja. Und es geht los.